Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ich habe ganz vergessen, in der letzten Folge unsere wunderschöne Playlist anzuschmeißen. Das mache ich jetzt erstmal. Und ja. Wir haben hier merkwürdige Geräusche. Könnte irgendwie Gewitter oder sowas sein. Und wollen uns erstmal ein bisschen Basisausstattung gönnen. Dazu würde ich mal hier, meistens ist es ja in der Nähe von der Landekapsel, sind ja schon ein paar Basissachen. Deswegen schauen wir mal, was wir hier noch so finden. In Sachen ja, Versorgung, Mineralien, aber auch so ein paar Pflanzensorten, die wir direkt ernten können. Ich glaube, wir haben ja ansonsten die Möglichkeit, demnächst wieder ein Abbauwerkzeuge zu bauen, nehme ich an. Schauen wir mal. Oxygen. Oh. Oh, sind die süß! Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich und ja, ich bin echt gespannt, wie groß unsere Basis irgendwann mal wird, wenn es überhaupt eine Basis wird. Die Dinger können wir auch einsammeln. Irgendwann mal. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Scanner und dafür brauchen wir erstmal Batteries, Strom, was auch immer. Huch. Wir können in der Tat mal schauen, wie weit das Versorgungslager weg ist, wenn wir so ein bisschen. Wir müssten wahrscheinlich vorher noch mal was kochen. Nehmen wir mal vielleicht einen Fisch, den wir noch nicht hatten. Das sieht doch interessant aus. Das könnte was sein. Hier. Geißelkörbchen. Nein! Nicht sterben! Oh, das stimmt aber auch. Ja, und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, welche merkwürdige Geräuschkulisse hier vorherrscht. Das klingt auf jeden Fall nicht freundlich, was auch immer das ist. Just saying. Ich habe euch ja gewarnt. So, gucken wir mal. Oh. So, Dalle. Erstmal den Fisch. Lecker, lecker. Und dann können wir nochmal Glas herstellen und Batterien. Ich glaube, wir brauchen als erstes den Scanner. Genau, dann machen wir eine Batterie dafür. Das ist wirklich cool, dass man das anheften kann. Ich weiß nicht, ob das im alten Spiel dann auch irgendwann ging, keine Ahnung. Ja, und damit können wir jetzt die erste Forschung forschen. Alright, I have a scanner. Ja, und als nächstes brauchen wir Silikon. Gummi. Und Silikongummi stellen wir her aus Schlingpflanzenbüschel. Da müssen wir vielleicht mal diese Schlingpflanzen untersuchen. Aber ich würde gerne erstmal uns ein bisschen Versorgung nochmal einpacken hier. New creature discovered. Die können wir auch wieder lecker kochen. Mm. Wir brauchen halt noch ein bisschen Wasser. Das waren diese Blasenfische. Ich vergesse ja immer, was ist hier in diesem Spiel. Wie sahen denn die nochmal aus? Das war der Augenglubscher. War das der hier? Ich glaube, ich kann auch mehrere Fische einfangen, wird jetzt in den Kommentaren stehen. Und dann zusammen mit den Fischen zurückschwimmen. Oh, diese Geräusche, ne? Die machen mir schon ein bisschen Angst. Mit Salzablagerung und Fisch können wir die pökeln.
Auch das war wahrscheinlich schon immer so, aber... Aber hey. So, wir wollten zum Notversorgungslager mal gucken und dabei wollten wir ein bisschen scannen. Ja, die bewegen sich zu viel. Dann schauen wir mal. Ach, da vorne sind ja auch die wieder welche. Tab drücken zum Anschauen. Wandelraunen wachsen in Korallenriffen mit gemäßigter Temperatur. Okay, da steht ja jetzt nichts, dass es irgendwie nützlich ist. Purpurranke. Grasähnliche Pflanzen wachsen in kleinen Büscheln. Boah. Ich stelle mir gerade vor, wie wir hier wirklich dann rumlaufen müssen und irgendwelche Sachen erkunden, wenn es draußen so wirklich mieses Wetter ist. Schlingpflanze, die brauchen wir, glaube ich. Mhm. Wieso bin ich so langsam? So, Schlingpflanze, was steht denn da? Pflanzen. Mehr. Geologiedaten. Verwertbares, siehst du? Eine Seetankart, die sich in großen Wäldern konzentriert und im seichten Wasser mit sandigen Böden vorkommt. Lockere Wurzeln verankern die Pflanze im Meeresboden, wo sie vom Sonnenlicht angezogen stetig in Richtung Wasseroberfläche wächst. Der Strunk ist faserig, reich an Eisen. Es macht ihn sowohl zu einem brauchbaren Rohmaterial für die Herstellung von Textilien als auch zu einem Grundnahrungsmittel. Lebenswichtiger Rohstoff, Oxygen. Essbar, Verwendung als Baumaterial. Okay, und wie kommen wir dann da dran? Da würde ich ja gerne schon was mitnehmen. Aber ich finde keine von diesen... von diesen Samendingern, ne? Hm, oder seht ihr welche? Also ich kann hier klicken, rechts klicken, links klicken, es passiert nichts. Aber hier ist gleich ein ganzer Wald, das ist schon mal gut. Die Geräusche werden aber auch nicht weniger. Oxygen. Das besorgt mich ein wenig. Ah, guck mal, da sind welche. Die Sachen brauchen wir dringend, damit wir uns weitere Sachen herstellen können. Und ich kann noch häufiger Sachen sagen in einem Satz. Oh, sehr gut. New Blueprint synthesized. Ich schwimme mal kurz hoch. Oxygen. So, mal schauen, was das Ding sagt. Schlingpflanzen. Büschel. Samen. Ausgewachsene Schlingpflanzen, die das räuberische Verhalten kleiner Pflanzenfresser überlebt haben, produzieren diese biolumineszenten Samenbüschel. Die entweder durch Ströme abgelöst oder von Fressfeinden verzehrt und später ausgeschieden werden. Der Embryo ist von einer dicken Schicht aus Öl und Silikon umgeben, die im Boden versickert, sobald die äußere Hülle zerfällt. Dies könnte den Sämling mit Nährstoffen versorgen, die er zum Überleben in der lichtarmen Umgebung am Meeresboden benötigt. Lebenswichtiger Rohstoff, Baumaterial, you name it. Gut, wir wollen hier lang weiter. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen um unseren Sauerstoff, wenn wir jetzt hier irgendwo reinschwimmen. Wo wir vielleicht nicht wieder rauskommen.
Aber wir haben hier oben Sauerstoff. Sehr gut. Puh. Was gibt's denn hier alles? Wie kommen wir denn da dran? Kisten. New blueprint synthesized. I'm telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. I can't shake the feeling this planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway. Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave, not far from your lab. And here's the extra weird part. As soon as I called it in, they closed off the area. Don't want anyone going in there. But why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546B? No. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but I can't get back in there. You can't. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Alright, dann kommen wir demnächst wieder zu unserem Pod zurück. Wieso kann ich nicht mehr einsammeln? Ah, das Inventar voll ist. Die Dinger sind so riesig. I see, Leuchtfackel. Mhm. Das heißt, wir brauchen mal dringend so eine Inventarerweiterung oder wir müssen uns wirklich diese Kisten bauen. Dann packen wir Sachen in Kisten und dann packen wir die Kiste ins Inventar. Kann das sein? Hm. Hier gibt es auf jeden Fall noch jede Menge mehr von diesem ganzen Kram. Noch jede Menge mehr komische Geräusche. Dann schwimmen wir mal zurück, würde ich sagen. Oh nein. Aber sehr gut, dann können wir jetzt, glaube ich, dann auch ein Messer war das, glaube ich, Überlebensmesser oder sowas bauen. Es sieht schon ziemlich Hammer aus, ne? Licht bräuchten wir noch. Tja, und dann müssten wir schauen, ob wir, wenn wir hier diese Sachen weiter scannen, dass wir dann Knowledge freischalten zum Basisbau sozusagen. Ist ja auch noch denkbar. Kann auch nichts mehr mitnehmen. Wir sind voll bis oben hin. Oxygen. Ja, und wir brauchen auf jeden Fall neue Sauerstoffflaschen, dass wir länger aushalten. Okay, dann gucken wir mal, was wir jetzt mit unseren Neueroberungen hier bauen können. Ich bin gespannt. Aber dann packen wir jetzt erstmal... Nicht, dass wir das Problem bekommen, dass das Inventar nicht... Weißt du, wie ich meine? Hä? Sprich gar keinen ganzen Satz, aber weißt du, wie ich meine? Dass unser Inventar zu voll ist für das, so, Silikongummi. So, und dann brauchen wir ein Überlebensmesser. Avesome, das packen wir mal dahin. So, was können wir noch bauen? Wir könnten... Okay, wir stellen mit einem 2 her. Glas und Batterien. Na, dann schauen wir noch mal.
Für die Batterien brauchen wir nochmal Geißelkörbchen. Zwei Stück für eine Batterie, krass. Und bei der PA brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Titan- und Fasergewebe. Eieieiei. Ah ja, guck. Das bauen wir wiederum aus der Schlingpflanzenprobe. Und dafür haben wir jetzt das Messer, glaube ich. Würde ich jetzt mal so annehmen. Okay. Ja, würde ich sagen, folgendes. Wir werden in der nächsten Folge mal ein bisschen Fasergewebe herstellen. Freue ich mich drauf. Und das machen wir natürlich gemeinsam. Ach, jetzt fängt es an zu regnen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen hier in Subnautica. Tschüss.